Heute ist der Weltspartag. Die Sparzinsen sind weiter niedrig. Dafür steigt das Preisniveau und die Stimmung sinkt. Mich wundert es ja nicht, dass der Weltspartag mit Halloween zusammengelegt worden ist. Der Weltspartag, den gibt es für mich schon lange nicht mehr. Sumsi. Hallo. Hallo. Das ist ja unglaublich, dass man dich einmal wieder sieht. Ja. Warum bist du heute wieder da? Heute ist Weltspartag. Ja. Hast du nicht Angst, dass du verprügelt wirst? Es gibt eh keine Geschenke oder sonst irgendwas. Es gibt überhaupt nichts. Wollen Sie einen Witz hören? Ja. Ja? Heute ist Weltspartag. Das ist ein guter Witz. Ne? Super. Herrlich. Ich glaube, am Aktienmarkt ist das momentan etwas besser angelegt. Noch immer besser als am Sparbuch, langfristig gesehen. Ja, dann kann man sich ja den Pullover mit dem großen Lacoste drauf leisten. Ne? Den hat mir die Oma geschenkt. Also. Und wir besprechen das Thema jetzt mit einem ausgewiesenen Experten und langjährigen Sparer, Andreas Treichl. Gut. Stimmt es, das Motto des Weltspartags ist, spare in der Zeit, dann hast du in der Not weniger, als du gehabt hättest, wenn du es gleich ausgegeben hättest? Die Erfindung von Ihnen ist gut. Aber nicht unzutreffend, glaube ich, oder? Aber spare in der Zeit, dann hast du in der Not, das war das Motto des Weltspartags. Ja, die Sparzinsen sind ja noch immer dort, wo sich die Österreicher am wohlsten fühlen, im Keller, ne? Ja, sind sie. Also, was würden Sie als absoluter Experte empfehlen? Wo soll man gerade sein Geld besser anlegen? Unterm Kopfpolster oder doch in der Unterhosenlade? Also sicherer ist sicher in der Unterhosenlade, weil man wahrscheinlich mehr Unterhosen hat als Polster. Besser zu verstecken. Besser zu verstecken. Wir haben so ein Spiel bekommen für Sie. Aha, ja. Die jungen Leute mögen ja mittlerweile oft auch gerne eine Grafikkarte zum Bitcoin schürfen oder so, ne? Ach so? Jetzt ist ja beim Weltspartag der Sparefroh auch immer überall zu sehen gewesen früher. Heute sieht man überhaupt nirgendwo, ne? Der Sparefroh, das ist der von der Erste Bank, oder? Ich glaube, ja. Den haben sie aufgelöst mittlerweile. Wirklich? Ja. Ja, der ist ins Wasser gegangen, ja, oder was? Da war ein 1-Euro-Zeichen in der Mitte vom Sparefroh, das ist nur mehr 50 Cent wert. Inflationsbedingt. Ach so. Wieso heißt eigentlich der Bausparer Bausparer? Ich meine, mit dem, was man rauskriegt, kann man sich nicht einmal eine gescheite Eingangstür kaufen? Ist ja auch ein Anlageprodukt. Und ich glaube nicht, dass man den Namen eines Anlageproduktes aufgrund der Zinssituation verändern sollte. Okay. Also wenn man früher mal gut bauen hat können damit... Die Zeit wird wiederkommen. Wir müssen positiv. Und wir beide noch erleben, weil ich nicht, aber die Zeit wird wiederkommen. Gut, also an die jungen Menschen da draußen einfach die Hoffnung nicht verlieren. Ich habe eine interessante Theorie gehört, warum so viele Menschen sich für Online-Banking interessieren, weil einfach viele Leute nur sehr, sehr ungern in der Öffentlichkeit weinen. Das stimmt nicht, sondern es kommen sehr viele Leute in die Filialen, um dort mit den Mitarbeitern der Banken über ihre Probleme reden zu können. Um gemeinsam weinen zu können. Ja. Ah, ja. Ja. The best things in life are free. Geld ist nicht alles. Nein, auf gar keinen Fall. Wer seine Wünsche bändigt, ist niemals arm. Du kannst dir ein Bett kaufen, aber keine Träume. Ja. Sie können sich eine Uhr kaufen, aber keine Zeit. Ja, die Chance. Geld verdirbt den Charakter. Ja, ja. Es gibt nur vier Sachen, in die man investieren kann. Man kann in Immobilien investieren, das ist für die meisten jungen Menschen heute unmöglich. Man kann in Zinsprodukte investieren, da verliert man derzeit meistens Geld. Man kann in Aktien investieren und man kann in Rohstoffe investieren. Und ich würde Menschen abraten, die sich nicht wirklich auskennen, in irgendetwas anderes als in Gold oder Silber oder vielleicht Platin zu investieren. Also wenn ich das weglasse, gibt es die drei Sachen. Zinsen, Dividenden oder Immobilien. Was anderes gibt es nicht. Erdgas vielleicht. Ne? Bei uns ist halt alles, fast alles in Zinsen drinnen. Die Menschen, die sich keine Wohnung leisten können, die sich keine Immobilien leisten können, haben halt alles in Zinsprodukten drinnen und fast nichts in Dividendenprodukten. Und das ist sicher falsch.
Wissen Sie, wie man zu Halloween jemanden wirklich erschrecken kann? Nein. Weil man sich als Inflationsrate verkleidet. Genau, gut.